Magst du uns mal erzählen, was dein Job und deine Aufgabe hier in der Stiftung ist? Ja, ich bin seit 8 Jahren in der Stiftung und seit einem Jahr leite ich das Referat, was schwerpunktmäßig die Veranstaltungen der Stiftung betreut und aber auch als zweites Standbein des Referats auch die ganzen Programmprozesse der Stiftung mitträgt. Sehr spannend und das klingt sehr vielseitig auf jeden Fall. Wenn du sagst, ihr seid so ein ganz bunt gemischtes Referat, was eure Aufgaben angeht, was würdest du denn sagen, und die Frage geht eigentlich so ein bisschen an uns alle, wie hast du denn oder wie habt ihr denn die Möglichkeit, euch persönlich einzubringen in die Arbeit der Stiftung? Indem man natürlich jeden Morgen hier mit angeschaltetem Kopf einsteigt und die Arbeit ernst nimmt, nie zu ernst. Also ich meine das jetzt wirklich ganz, ganz, ganz ernsthaft so, dass man natürlich alles erstmal kennenlernt, sich auf die Prozesse einlässt, die es hier gibt. Die Stiftung gibt es seit langem. Auch die Veranstaltungen der Stiftung haben eine lange Tradition und die auch ernst zu nehmen. Aber trotzdem innerhalb dieser etablierten Formate oder Prozesse auch so ein bisschen das Verspielte reinzubringen. Das sehe ich als einen Moment, wo man wirklich sich wirklich einbringen kann und auch einen kleinen Fußstapfen oder einen Fußabdruck hinterlässt. Ich kann mich zum Beispiel einbringen, indem ich meine persönlichen Ideen, was die Digitalisierung angeht, einbringe und dass ich mich auch traue, diese Ideen einzubringen. Bei mir ist es so, ich bin jetzt seit Juni im Qualitätsmanagement mit dabei, bin da Qualitätskoordinatorin für die Abteilung Förderung und Netzwerk und genau wie bei dir, also es ist so, dass ich bin gefordert und es ist auch gewünscht, dass ich meine eigenen Ideen einbringe, also dass ich mir Konzepte überlege, dass ich was einbringe, was es bisher noch nicht gibt und das ist total schön. Also das gibt mir auch das Gefühl, einen kleinen Fußabdruck quasi zu hinterlassen, also das ist, würde ich total unterstützen. Ich glaube, neben der konzeptionellen Arbeit, die ich leiste in meinem Gebiet, sozusagen, wo man ohnehin kreativ sein muss, wo man sowieso viel mit einbringen kann, würde ich 2 Beispiele rauspicken, in denen ich mich so schnell einbringen konnte, dass ich es gar nicht vermutet hätte. Also die Themen Wissenschaftsfreiheit und Osteuropa liegen mir sehr am Herzen und nach kurzer Zeit hatte ich eben die Möglichkeit, tatsächlich hier schon eigene kleine Veranstaltungen im Berliner Raum zu machen. Ich sag mal, das Panel zu kuratieren und tatsächlich dann ganz schnell eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und das war schon schön und das war auch überraschend schnell. Was macht denn die Arbeit mit der Wissenschaft und Forschung so relevant? Naja, wir haben es jetzt wirklich alle nochmal erlebt in den letzten Jahren, wie sehr so disruptive Momente uns unsere ganze Welt und unser ganzes Alltagsleben durcheinander bringen. Und da zu wissen und zu sehen, und zwar live und in Farbe, wir haben es ja wirklich verfolgt, wie schnell wissenschaftlich Lösungen oder zumindest Lösungsangebote geschaffen wurden, die Beratung durch die Wissenschaft war, ob es Crop Security in afrikanischen Ländern ist oder was auch immer. Also es ist ja das breiteste Spektrum und dementsprechend finde ich, hat die Wissenschaft eigentlich die größte Relevanz. Ja.